Hallo und herzlich willkommen zur sechsten und letzten Veranstaltung unserer Reihe Planetare Gesundheit in Ergo Logo Physio. Welche Rolle spielen wir in der Klimakrise? Heute zum Thema ins Handeln kommen. Wie kann das konkret aussehen? Rückblickend, nachdem wir in der ersten Veranstaltung einen Einstieg in die planetare Gesundheit hatten und Zusammenhänge zur Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie hergestellt haben, hatten wir ein Symposium auf der Therapiemesse in Leipzig mit verschiedenen Personen aus dem Therapiebereich. Dann hatten wir eine ganz praxisorientierte Veranstaltung zu nachhaltigen Praxen und auch in der Kommunikation mit ethischen Überlegungen. Dann die vierte Veranstaltung, dort ging es um Lehren und Lernen im Kontext planetarer Gesundheit. Und vor 2 Wochen die fünfte Veranstaltung zu Klima- und Umweltgerechtigkeit im Gesundheitskontext und Therapiekontext. Und heute möchten wir uns nochmal genauer anschauen, warum und wie wir denn als TherapeutInnen ins Handeln kommen können und was dabei wichtig ist zu beachten. Zum Ablauf heute beginnen werden wir mit 2 Beiträgen von Marisha Faas zu sozialen Kipppunkten und transformativem Handeln. Und der zweite Beitrag wird von Lea Dohm sein zur Psycho- und Klimakommunikation. Und daraufhin wird es kurze Zeit für Fragen geben. Die könnt ihr während der Beiträge auch schon im Chat stellen. Und danach, im zweiten Teil der Veranstaltung, werden wir in Breakout-Sessions gehen, die wir dann auch noch anmoderieren werden in disziplinären Gruppen, also Ergo, Logo und Physio. Und dann kommen wir später nochmal interdisziplinär im Plenum zusammen und können uns dort noch einmal austauschen. Und zum Schluss wird es auch noch eine kleine Evaluation geben zur gesamten Veranstaltungsreihe, worüber wir uns sehr freuen würden, wenn ihr alle daran noch teilnehmen würdet. Genau, und damit gehe ich auch schon über in den ersten Teil der Veranstaltung an Marisha Faas. Marisha arbeitet auch bei Klug als Pädagogin und Erwachsenenbildnerin seit vielen Jahren auch generell mit angehenden und niedergelassenen AllgemeinmedizinerInnen zusammen, um Weiterbildung qualitativ hochwertig zu gestalten. Und ihre Schwerpunkte sind dabei die Gestaltung von Gruppenprozessen, Beratung und Konzeption von Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen. Ich freue mich, dass du heute hier bist, Marisha, und bin gespannt auf deinen Input. Ja, ganz vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein kann. Ja, also von mir auch ein herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass ich heute zum Thema transformativ Handeln im Kontext von Planetary Health reden kann und das zum Abschluss dieser sehr gelungenen Veranstaltungsreihe. Das freut mich. Wir starten mit einem Quiz. Ganz kurz. Ratet mal, ich hoffe, das Du ist in Ordnung. Ratet mal, wie lange es schon Menschen auf der Erde gibt, wenn man sich vorstellt, dass die Erde existiert umgerechnet seit 12 Stunden. Also diese 12 Stunden einmal die Uhr rum, das ist die Zeit, in der es die Erde schon gibt. Wenn man sich das vorstellt, wie viel Zeit davon gibt es wohl schon Menschen auf der Erde? Gerne einfach in den Chat schreiben. Sind das eher 30 Minuten, eine Sekunde, 60 Sekunden? 10 Minuten haben wir hier, 5 Minuten, eine Millisekunde, eine Sekunde, 2 Sekunden. Ja, gibt es noch mehr? So, die richtige Antwort ist tatsächlich schon dabei. Es sind 2 Sekunden. Und ich finde, das verdeutlicht es total schön. Der Erde und dem Klima, dem ist es ziemlich egal, wie heiß es wird. Die haben schon lange vor uns gelebt und die werden auch ohne uns existieren. Aber die, die das Problem haben, das sind wir und die anderen Lebewesen auf dieser Erde. Und das macht es auch nochmal deutlich, die Klimakrise ist dadurch keine Krise des Klimas, sondern eine Krise der Menschheit. Und auch die Folie ist vielleicht schon bekannt aus der ersten Veranstaltung, deswegen nur ganz kurz. Wir überschreiten die ganze Zeit planetare Grenzen. Wir haben schon 6 von 9 definierten Grenzen überschritten. Die Klimakrise oder die Erderhitzung ist ja nur eine davon. Viel drastischer ist es auch mit dem Verlust des Atem, oder mit dem Artensterben, mit dem Verlust der Biodiversität.
Aber auch die biogeochemischen Kreisläufe, die finden oft gar nicht so viel Beachtung, wie sie beachtet werden sollten und können. Denn unser ganzes Leben hängt natürlich von all diesen Faktoren zusammen. Deswegen schreibt auch der Lancet ja zu Recht, die Klimakrise ist die größte Bedrohung für die Gesundheit in unserem Jahrhundert. Und bei Klug sehen wir das Gesundheitspersonal in einer ganz wichtigen Schlüsselposition. Und dazu gehört ihr ja auch alle dazu. Warum? Zum einen gehört es mit zum Selbstverständnis, Gesundheit zu bewahren und Schäden abzuwenden. Und zum anderen, das finde ich total wichtig, seid ihr doppelt prädestiniert, weil ihr genießt ganz hohes Vertrauen in der Bevölkerung und habt eine Reichweite in alle Gesellschaftsbereiche. Und jetzt viel mehr als ich, die ich so als Mitarbeiterin von Klug solche Vorträge halte. Ich rede da ja viel in meine Bubble hinein. Aber ihr habt die Möglichkeit, tagtäglich im Alltagshandeln total unselektiert PatientInnen zu treffen und mit denen auch reden zu können. Also inzwischen ist eben vielen klar, die Klimakrise ist auch keine Krise des Wissens. Wir wissen total viel, sondern im Prinzip eine des Handelns. Warum kommen wir nicht ins Handeln? Und da ist ja auch die Frage, was kann man selber tun, damit mehr geschieht? Deswegen hier einmal Transformation wagen mit Ausrufezeichen. Denn, und das ist total wichtig, das ist eine meiner Kernfolien, die ich total gerne nutze. Ich finde, es ist total wichtig zu verstehen, der Wandel wird eh geschehen. Also change is coming, whether you like it or not. Die große Frage ist ja jetzt an dieser Stelle, an der wir jetzt stehen. Wir wissen, es wird heißer und heißer. Wir können uns einfach nur die letzten Jahre anschauen. Das hört ja nicht plötzlich auf. Die Frage, an der wir jetzt stehen, ist, lassen wir es einfach geschehen und es geschieht die Transformation bei Desaster, also total katastrophös. Oder gestalten wir es mit? Also haben wir eine Transformation bei Design. Und dieser Vortrag soll auch einfach eine Einladung sein, die Veränderung mitzugestalten. Denn letztendlich haben wir hier eine so große Herausforderung, die uns alle fordert, uns als gesellschaftliche Akteure zu begreifen. Und wir alle haben Einfluss auf politische und gesellschaftliche Veränderungen, insbesondere als Zusammenschluss, als Gruppe. Wenn man sich das anguckt aus der Vergangenheit, ne, wir haben diese riesige, große Transformation die ganze Zeit im Kopf und denken, ach Mensch, ist das nicht alles viel zu groß und wie kann das funktionieren? Es gibt schon zwei große Transformationen aus der Geschichte. Das eine ist die neolithische Transformation, also die Sesshaftwerden, als die Menschen angefangen haben, Ackerbau zu betreiben, und das andere die industrielle Revolution. Wesentlich neuer als die neolithische Transformation. Wir haben alle verschiedene Kennzeichen gemein, dass sie innovativ waren, dass viele beteiligt waren und letztendlich ja, das steckt ja im Transformativen drin, eine radikale Veränderung herbeigeführt haben. Was allerdings bisher war, dass diese Transformationen lange waren, also über Jahrzehnte angedauert haben und ungesteuert waren. Was wir jetzt wollen, wir haben nicht die Zeit, wir müssen sehr viel schneller werden und wir versuchen das Ganze mitzusteuern. Das ist eine Grafik, die versucht zu erklären, wie Transformationsprozesse gelingen können. In der Mitte sieht man da den Mainstream, das dominierende soziotechnische Regime. Das besteht aus dem, was wir so in der Gesellschaft haben, aus Politik, das sind die Technologien, die wir aktuell nutzen, das ist die Industrie, die ganz viel ja auch Einfluss nimmt. Das sind aber natürlich auch wir als Nutzerinnen, das ist die Wissenschaft und die Kultur, die alle bestimmen das vorherrschende Regime. Das heißt aber nicht, dass es immer so gleich bleiben muss. Zum einen gibt es das Nischenniveau, das sind wir, und die können immer mehr werden und die können quasi von der Seite kommen und das vorherrschende Regime mit beeinflussen. Zum anderen gibt es Megatrends wie Corona, das war so ein plötzliches Ereignis, das vieles nochmal neu mischt und neue Chancen gibt, neue Gelegenheitsfenster. Und dann kann natürlich auch ganz viel passieren und dann kann auch so ein neues Regime gebildet werden. Und dann ist das dominierende soziotechnische Regime plötzlich ein ganz anderes. Und es ist nicht so, dass eben nichts veränderlich ist. Und das Spannende ist, dass wir aus der Forschung, das ist rund um Ilona Otto, auch wissen, es braucht gar keine Mehrheit, um was zu verändern. Es braucht etwa 20-25% einer überzeugten Minderheit, die auch dann eine gesellschaftliche Stimmung kippen lassen kann.
Und genau, ich finde, das klingt mal so ein bisschen realistischer. Und was noch eine positivere Zahl ist, es braucht etwa 3,5% der Menschen, die sich wirklich aktiv engagieren. Und ja, vielleicht sind wir schon mittendrin in der Transformation, die wir mitgestalten. Ein weiteres wichtiges Konzept, das sind soziale Kipppunkte. Wir haben ja gerade die planetaren Belastungsgrenzen gesehen, bei denen auch immer die Kipppunkte, die ökologischen Kipppunkte mit berücksichtigt werden. Also es gibt die Grenze, die überschritten wird, dann ist da kein Spielraum mehr, dann ist es nicht mehr möglich, das rückgängig zu machen. Das beinhaltet den Kipppunkt. Aber es gibt auch, das ist auch die Forschungsgruppe um Ilona Otto, die das so definiert haben, soziale Kipppunkte. Und auch Timothy Lenton, die beiden waren auch schon in der Planetary Health Academy zu Gast. Und soziale Kipppunkte, ist die Vorstellung, dass es Interventionen von Einzelnen oder Gruppen gibt, die sich gegenseitig verstärken und dann letztendlich auch zur Transformation führen. Also zur Transformation von der aktuell hochkarbonisierten, nicht nachhaltigen Welt außerhalb aller planetaren Belastungsgrenzen hin zu einer klimaverträglichen, ressourceneffizienten Welt. Wir haben vorhin gehört, auch die 20-25%, die ganz viel ausmachen. Ja, wie funktioniert das so ein bisschen genauer? Wir haben eine Gesellschaft und es sind Einzelne aktiv. Und oft hat man das Gefühl, naja, es reicht nicht. Es gibt aber quasi sowas wie eine kritische Masse. Das sieht man da unten, wo es dann diese grünen Punkte in dieser Masse, das sind die angesteckten Menschen, die aktiven Menschen. Und wenn es da eine kritische Masse erreicht ist, dann kann man sich das vorstellen, dass so ein Punkt ins Rollen kommt und irgendwann auch über diesen Punkt drüber kippt. Und vom Bild her, das ist nicht der Tropfen auf dem heißen Stein, der sofort verdunstet, sondern, und das Bild merke ich sehr gerne, von diesem Fass. Es ist vielleicht irgendwann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Es sind die vielen, vielen einzelnen Interaktionen von allen, von euch allen, von uns allen, die alle dazu führen, dass dieses Fass sich nach und nach füllt. Es kommt immer mehr hinzu und als einzelner Tropfen hat man vielleicht das Gefühl, ach, was habe ich da schon getan? Aber es ist total wichtig und Tropfen für Tropfen füllt sich dieses Fass und irgendwann ist es voll. Und irgendwann kommt ein Tropfen und der bricht die Spannung und es fließt was über. Und es fließt ja auch nicht nur ein Tropfen wieder raus. Es fließt ja direkt ein ganzer Stoß raus. Und ich finde, mit diesem Bild kann man total viel anfangen, weil es einfach deutlich macht, dass jede einzelne Interaktion zählt. Und das ist ja nicht dieser letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das ist ja nicht der Tropfen, der die Wahnsinnsidee hatte, der die rettende Idee hatte. Es ist einfach nur der Tropfen, der es zum Überlaufen gebracht hat, weil alle anderen schon drin waren. Und so macht es einen Unterschied, jedes einzelne Handeln. Ja, und eine ganz wichtige Frage in dem Ganzen, wenn man sich überlegt, warum soll ich handeln, wie kriege ich das hin, ist einfach diese Frage, welche Rolle will ich eigentlich gespielt haben? Und hier habe ich ein Zitat von Maike Sippel mitgebracht, einer Transformationsforscherin. Und das lese ich an der Stelle vor. Ihre größte und wichtigste Entscheidung ist, wofür Sie Ihre Lebenszeit einsetzen. Sie können sich fragen, was ist mir wirklich wichtig? Was will ich einmal getan haben? Für was will ich gestanden haben, wenn ich mein Leben Revue passieren lasse? Stellen Sie sich vor, stellt euch vor, ihr habt in vielen Jahren eine Urenkelin, einen Urenkel auf dem Schoß. Und die fragt, haben Sie eigentlich getan? Was hast du eigentlich getan? In den entscheidenden 2020er Jahren. Was wollt ihr antworten? Ja, diese Frage, glaube ich, sollte man sich anfangen zu stellen. Welche Rolle will ich eigentlich gespielt haben in dem Ganzen? Damit komme ich zu meinen letzten zwei Folien. Wir sind lange darauf getrimmt worden, unseren CO2-Fußabdruck möglichst zu verkleinern. Aber ich habe erst letztens gelesen, selbst wenn wir plötzlich alle vegane Ökotouristen werden, die nie mehr fliegen, verringern wir, glaube ich, das CO2, den CO2-Ausstoß um etwa 20%. Also es ist nicht das, was den großen Unterschied macht. Was aber wichtig ist, das ist unser Handabdruck. Mit dem können wir viel erreichen. Hier als Beispiel. Selber Radfahren ist natürlich total super, auch für unsere Gesundheit, das wissen wir alle. Was aber noch mehr Menschen zieht, ist sich für einen Radentscheid einsetzen. Gute Radschläge brauchen wir, damit noch viel mehr Menschen aufs Rad steigen. Und so geht es im Prinzip weiter. Selber Ökostrom beziehen, total gut.
Der Kohleausstieg wäre natürlich noch viel besser. Selber Fleisch am Ernähren, ja, super, aber gleich das Angebot der Kantine verändern, noch viel besser. Wir brauchen keine Verhaltensänderung, wir brauchen eine Veränderung der Verhältnisse. Und auch daran lässt sich aktiv mitwirken. Und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wir haben natürlich die individuelle Ebene, das ist der Fußabdruck. Und in der Handabdrucksebene können wir auf lokaler Ebene im eigenen Umfeld ganz viel machen. Kann man sich natürlich überlegen, wo wohne ich, wo arbeite ich, mit welchen Menschen habe ich zu tun, bin ich in anderen Vereinen, kann ich mich im Ernährungsrat der Stadt beteiligen oder solche Dinge. Oder eben bei Klug, bei Health for Future, in der AG Ergo-Logo-Physio. Und dann gibt es natürlich noch die politische Ebene. Gehe ich auf Demonstrationen, unterschreibe ich Petitionen, schreibe ich Leserbriefe, treffe ich mich mit meinen Abgeordneten, halte ich Vorträge, trete ich NGOs bei. Also auch auf der politischen Ebene haben wir natürlich viele Einflussmöglichkeiten. Und jeder sollte einfach das tun, wo es ihn hinzieht, wofür er oder sie brennt. Das macht einfach am meisten Sinn und auch nur dann bleiben wir motiviert, was zu tun. Denn egal wo, wir können anfangen. Und damit ende ich meinen Vortrag. Ja, vielen Dank, Marisha, für deinen interessanten und sehr motivierenden Beitrag auch zum transformativen Handeln und sozialen Kipppunkten und ja auch den vielen Beispielen, die du auch nochmal gebracht hast. Und ja, auch das deutlich machen, dass wirklich jede Person gebraucht ist. Und ja, vor allem auch bei der Folie, welche Rolle ich gespielt haben möchte in den entscheidenden 20er Jahren, habe ich auch eine richtige Gänsehaut bekommen. Ja, und was bei dem Ganzen noch wichtig ist zu beachten aus klimapsychologischer Sicht und als Handlungsmotivation, zeigt uns jetzt Lea Dohm auf. Ihr könnt gerne noch weiterhin Fragen in den Chat stellen. Die können wir dann nach Leas Input noch an Marisha und Lea stellen. Zu Lea. Lea ist Psychologin und psychologische Psychotherapeutin und sehr geübt in der Kommunikation mit verschiedenen Zielgruppen und in der Begleitung auch von individuellen und sozialen Veränderungsprozessen. Und außerdem hat sie auch schon ein Buch geschrieben, beispielsweise das hier zu Klimagefühlen, was ich auch sehr empfehlen kann, und schreibt generell viel zu den psychologischen Folgen der ökologischen Krisen und ihrer gesunden Verarbeitung auch und ja, der Lücke zwischen Wissen und Handeln und interdisziplinärer Wissenschaftskommunikation und Mobilisierung. Ich freue mich auf deinen Beitrag, Lea. Schön, dass du hier bist. Hallo, genau, ich bin Lea. Ihr könnt mich gerne duzen. Ich arbeite bei Klug und habe die Psychologists for Future mitgegründet. Und es gibt viel zu tun. Je länger man sich mit Klimapsychologie beschäftigt, desto größer wird das alles. Und das schaffen wir heute alles gar nicht. Deswegen gibt es nur einen Einblick mit dem, was ich besonders wichtig finde. Und das, was ihr dann interessant findet, da könnt ihr dann ja gerne weiterlesen. Das ist die Agenda. Könnt ihr euch selber gerne angucken. Wir heizen einmal durch vier wesentliche Themen im Bereich der Klimapsychologie. Und anfangen möchte ich mit diesem kleinen Bild, weil ich das so gerne mag. Das ist nämlich aus dem CRED Guide. Das ist ein Guide der Columbia University zur Klimakommunikation. Und ich finde, er beschreibt ganz gut das Problem, vor dem wir alle so stehen, dass nämlich unsere menschliche Gefahrenwahrnehmung nicht so sehr auf Zahlen, Daten, Fakten anspringt. Also der Wissenschaftler da probiert verzweifelt, seine Informationen an den anderen Mann wahrscheinlich zu bringen. Und der hat allerdings Angst vor einer Maus. Und wenn man genau hinsieht, sieht man auch schon das zweite Problem bei der ganzen Sache, nämlich wenn wir in das Gesicht des Wissenschaftlers gucken, wie geht's ihm bei dieser Angelegenheit? Vermutlich nicht sehr gut. So, aber damit wir längerfristig bei der Sache bleiben können, ist es wichtig, dass es uns gut geht, denn das Ganze ist ja ein langjähriger Prozess und ein Marathon und kein Sprint, auch wenn es ab und zu mal einen Sprint dazwischen gibt, aber grundsätzlich ist es halt eher ein Marathon. Genau, das heißt, wenn wir
ins Handeln kommen möchten, dann ist es als erstes günstig, wenn das Problembewusstsein oder die Gefahrenwahrnehmung, was wir auf dem Comicbild hatten, bei möglichst vielen Menschen angesprochen wird. Also wir wissen nämlich aus der psychologischen Forschung, dass die allermeisten Menschen wissen, dass wir ein Problem haben mit Klima- und ökologischen Krisen. Also das wird durch die Bank weg, wird das eigentlich bestätigt, geleugnet wird es nur noch, sieht man schon, wird es nur noch von der AfD beispielsweise, wenn man im Bundestag guckt. Alle anderen erkennen das Problem grundsätzlich an, aber es, wenn man weiter vor stellt man fest, dass es eben unterschiedlich verstanden ist. Das heißt, einige sehen praktisch, ich habe das Bild des Eisbergs genommen, weil es natürlich ganz gut zum Thema passt, einige sehen nur die Spitze des Eisberges, haben ein grundsätzliches Problembewusstsein und andere, die sich länger damit beschäftigen, so wie ihr jetzt vermutlich auch, nachdem ihr diese Reihe besucht habt, sehen dann mehr und mehr, wie groß das eigentlich ist. Und dann kommt was ins Spiel, das habe ich da auf die Wasseroberfläche geschrieben, eigentlich müsste es unter die Wasseroberfläche, nämlich wenn wir uns weiter damit beschäftigen, dann kommen Gefühle ins Spiel und dann kommen Querverbindungen. Querverbindungen meine ich sowas im Sinne von, das hat was mit mir zu tun, das hat was mit meiner Zukunftsplanung zu tun, mit meiner Berufswahl, mit dem, was meine Kinder machen, mit meinem versicherten Status. Also es werden uns solche Zusammenhänge klarer und das fühlt sich oft erstmal unangenehm an. Da komme ich gleich auf der nächsten Folie zu, wie man damit dann gut umgehen kann. Aber was wichtig ist und was wir in der Breite der Bevölkerung brauchen, ist, dass dieses Problembewusstsein oder die Gefahrenwahrnehmung zumindest ein Stückchen mehr anspringt. Es muss nicht permanent anspringen, das ist gar nicht nötig, aber dass wir das mehr in die Tiefe bringen können, also ein Stück weit den Eisberg hinuntertauchen. Und da gibt es im Wesentlichen drei Faktoren, die da den Haupteinfluss haben. Das sind die da links aufgelistet sind. Erstens, zweitens, drittens. Das erste sind die mentalen Operationen. Das bedeutet so viel wie jedes Mal, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir darüber sprechen, wenn wir etwas lesen, eine Dokumentation oder sowas schauen. Also sobald unser Gehirn mit diesem Thema beschäftigt ist, dann wird die Verarbeitungstiefe zunehmen. Übrigens auch bei Klimakommunikation, wo wir am Ende denken, das war echt ein Scheißgespräch. Selbst dann ist es eine mentale Operation und führt dazu, dass Menschen sich mit dem Thema beschäftigen und sorgt dafür, dass es eben in der Wahrnehmung an Bedeutung gewinnt. Das zweite ist die soziale Norm. Da haben wir vor allen Dingen Einfluss drauf, wenn wir uns in Gruppen einbringen. Kommt nachher noch eine Folie, wo ich das ein bisschen ausführlicher erkläre. Denn wir Menschen fallen ja nicht so gerne auf. Und im Moment ist das noch so, dass wenn wir wirklich das ernst meinen, wenn wir das zur Priorität unseres Handelns machen, individuell wie auch in Gruppen, dann fallen wir manchmal ein bisschen auf. Und das ist was Menschen gar nicht so mögen. Das heißt, es geht darum, dass wir die Rahmenbedingungen so schaffen, dass es normal wird, dass es eigentlich der Standard ist, dass wir uns in irgendeiner Weise klimagerecht, klimafreundlich verhalten. Und dass eher die auffallen, die das nicht tun. Darauf müssen wir hinwirken. Und das Dritte ist natürlich die mediale Abbildung. Wir haben hier in Deutschland Gott sei Dank ein relativ hohes Vertrauen in etablierte Medien. Das bedeutet, Menschen denken sowas wie, ey, wenn es wirklich so, so schlimm wäre, dann würde es doch auf der Titelseite stehen, ne? Und dann würde das auch in den Nachrichten kommen und so. Und dann würden wir da wirklich viel zu hören. Das heißt, da steht auch der Journalismus vor einer riesigen Herausforderung. Und wir können es mehr unterstützen, als wir denken, indem wir zum Beispiel Leserinnenbriefe schreiben. Ich glaube, die sind total unterschätzt. Große Einladung, das mal zu tun. So, jetzt tauchen wir den Eisberg runter. Wir kommen bei unseren Gefühlen an und stellen fest, oh, unangenehm, das ist aber alles auch nicht so schön mit den ganzen ökologischen Krisen. Und dafür ist es wichtig, erstmal zu begreifen, was da überhaupt in uns passiert. Dafür habe ich unten diese kleine Übersicht gemacht. Die soll darstellen, dass es erstmal gesund und normal ist und richtig und wichtig, dass wir im Alltag Gefühle haben. Wir sind dann vor allen Dingen psychisch gut beieinander und kommen gut durchs Leben, wenn die so eine mittlere Gefühlsintensität haben. Das heißt, wenn wir gut wahrnehmen können, wie geht es mir gerade, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut und so weiter, dann können wir das wie so zur Lenkung benutzen, um durch unseren Alltag zu gehen und zu gucken, wohin möchte ich mich zuwenden, was hat für mich eine Bedeutung und was ist vielleicht nicht so relevant. Auffällig wird es eher in den Extrembereichen. Also da haben wir auf der rechten Seite Hyperarousal, heißt das in der Fachsprache, kennt ihr bestimmt. Also wenn wir zum Beispiel in Panikzustände oder so geraten, dann kann es passieren, dass wir kopflos sind und dann würde es eher darum gehen, dass wir uns in Selbstregulation üben, dass wir wieder auf so einem mittleren Maß ankommen. Und da ist ein Rechtschreibfehler, sehe ich gerade. Auf der anderen Seite ist die Gefühlstaubheit, nicht Gefühletaubheit. Das heißt, wenn wir gar nichts dazu empfinden, selbst wenn wir uns mit solchen schweren Themen auseinandersetzen, dann können wir uns auch mal fragen, was ist denn da eigentlich los? Also
wenn die Zukunft der Menschen auf der Erde in Gefahr ist, dann können wir schon mal Gefühle dazu haben. Ne? Gefühlstaubheit ist was, was ist genauso wie Hyperarousal nicht sofort irgendwie einen pathologischen Wert hat, aber wo es zumindest günstig sein kann, mal die Aufmerksamkeit hinzulenken. Und nicht umsonst ist Gefühlstaubheit übrigens auch ein depressives Symptom. Es ist nichts, was uns auf Dauer gut tut. Dann würde es eher darum gehen, dass wir üben, unsere Gefühle wahrzunehmen und sie zu differenzieren. Das ist etwas, womit viele Psychotherapien sich beschäftigen. Also die Gefühle, die da entstehen, sind manchmal anspruchsvoll, wenn wir sie erleben, aber sie sind nicht das Problem. Das Problem sind natürlich die ökologischen Krisen. Wobei eine Kollegin von mir gesagt hat, sie sind noch nicht das Problem. Wer weiß, was passiert, wenn die jetzt immer weiter über uns hineinbrechen und so weiter, dann kann es tatsächlich sein, dass die Verarbeitung anspruchsvoller wird. Vielleicht begegnet euch sowas auch mal auf der Arbeit, dass Menschen dann davon berichten. Wahrscheinlich, ich würde vermuten, dass es noch nicht so viel der Fall ist, das kann aber mehr werden. Und hier rechts unten diese kleinen Bildchen, da habe ich probiert aufzulisten, was man machen kann. Wenn man zum Beispiel starke Gefühle hat, wissen wir eigentlich alle, muss man nur mal in die Lebensgeschichte schauen, was hat mir da eigentlich gut getan. Es gibt kein Standardrezept, sondern das ist bei uns allen ein bisschen unterschiedlich. Einigen tut Bewegung gut, andere irgendwie künstlerischer Ausdruck oder in Gruppen was zu machen, sich abzulenken, vielleicht Achtsamkeit oder Meditation. Ein häufiger Bewältigungsmechanismus sind auch Alkohol und Drogen, dazu kann man aber natürlich nicht raten. Aber ich finde es auch ganz gut, das nicht auszuschweigen, sondern zu gucken. Es ist im Grunde eine Dauerhausaufgabe von uns, wie kann meine gesunde Bewältigung aussehen und was tut mir in solchen Momenten gut, wenn ich zum Beispiel gerade viele Gefühle dazu habe und vielleicht eher im oberen Bereich bin. So, das sage ich nur einmal kurz, weil es mir wichtig ist, dass ihr es gehört habt. Psychische Erkrankungen nehmen durch sämtliche ökologischen Krisen ganz enorm zu. Und wir haben jetzt schon ein riesiges Problem mit psychischen Erkrankungen. Es gibt unzureichende Behandlungsmöglichkeiten. Die Leute warten ewig auf einen Therapieplatz. Das passiert auf verschiedene Art und Weisen. Also direkt zum Beispiel Hochwasser, ich habe eine Belastungsreaktion dadurch. Indirekt wäre zum Beispiel durch Fluchterfahrungen oder wenn Betreuungsausfälle sind. Corona hat auch ja viele indirekte Wirkungen auf unsere Psyche gehabt. Sie sind akut und chronisch und sie sind total ungerecht. Das hattet ihr ja schon in der letzten Veranstaltung. Und der einzige Ausweg aus der ganzen Geschichte, so kann man das kurz zusammenfassen, ist, dass wir zukünftig viel, 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 viel mehr auf Prävention setzen müssen. Und das ist ja genau der Punkt, an dem Ergologe und Physio total ins Spiel kommt, ne? Weil das ist das, was ihr ja auch total macht. Ihr verhindert weiterführende Behandlungen, die dann zum Beispiel emissionsträchtig sind und so weiter. Ihr sprecht viel mit den PatientInnen. Also da findet schon Prävention im großen Stil statt. Und ich würde vermuten, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, wenn wir das wirklich ernst meinen mit dieser Transformation, dass Ergologe Physio eine enorme Aufwertung erfahren wird in der Bedeutung. Einfach weil die Prävention so wichtig wird. Das ist vielleicht auch ganz ermutigend für eure Berufsgruppen. So, wir fangen jetzt also an zu handeln und fangen an, drüber zu sprechen. Marisha hat gerade schon gesagt, wir sitzen auf einem Schatz, uns wird vertraut, wir können das mit der Gesundheit in Zusammenhang bringen, wir können das Problembewusstsein in der Breite der Bevölkerung steigern, das ist das, was wir genau brauchen. Das klappt super über den Gesundheitsfokus, auch über verschiedene Zielgruppen, weil gesund wollen wir alle bleiben, egal ob jung oder alt und so weiter, da interessieren sich Menschen für. Das heißt, wenn wir die ökologischen Krisen in Zusammenhang mit Gesundheitsthemen bringen, dann erreichen wir mehr Leute, als wenn wir nur mit erhobenem Zeigefinger sagen, ja, wir haben aber eine Klimakrise. So. Das heißt, wir sitzen da auf einem sehr, sehr großen Schatz und können gleichzeitig die konstruktive Verarbeitung fördern. Unsere Berufsgruppen gewinnen an Bedeutung. Und die psychologische Forschung zeigt, dass wenn uns das gelingt, wenn wir mehr darüber sprechen, wenn wir das mehr einbringen in die öffentliche Debatte, dass dann auch die Unterstützung von BürgerInnen für klimapolitische Maßnahmen steigt. Und das ist ja auch was wir brauchen, dass eben nicht jede kleine Veränderung dann sofort von vielen Menschen angstbesetzt und abgeschmettert wird, sondern dieses Bewusstsein so groß ist, dass wir anerkennen müssen, okay, das bedeutet vielleicht für mich in dem Moment auch eine Veränderung, die ein bisschen unangenehm ist. Wir mögen lieber Beständigkeit, aber es ist wichtig und ich gehe das an. Also Kommunikation, sehr bedeutsam. Wenn wir über die Art der Kommunikation sprechen, wie wir das gut machen und wie das gut funktionieren kann, müssen wir eigentlich erstmal unterscheiden, wo wir gerade kommunizieren. Es gibt einen großen Unterschied, ob wir das mit Patientinnen machen oder ob wir das außerhalb des Therapiesettings machen.
im Behandlungssetting selbst müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir das den Patienten nicht zu sehr überbraten, sodass sie am Ende möglicherweise schlechtestenfalls genervt von uns sind und denken, die Dom schon wieder mit ihren ganzen Öko-Themen, ich habe hier aber ganz andere Probleme, ich habe ja eigentlich Rücken oder so. Das heißt, es gilt, ein feines Maß zu wahren. Und die zweite Herausforderung ist, dass wir ja mit unseren Patientinnen im gleichen Boot sitzen. Also, dass wir, wenn die zum Beispiel sich öffnen, wenn sie vielleicht mitteilen, wie es ihnen damit geht, was sie beschäftigt, wie sie damit umgehen, dass da ganz automatisch unsere Themen mitberührt werden, weil wir selber eine Haltung dazu haben, weil wir selber ein Erleben dazu haben. Und das gut abzuwägen und eben nicht den Patientinnen blind überzustülpen, sondern zu gucken, was ist hier in dem Kontakt gerade möglich, was ist auch angemessen und an welcher Stelle ist es vielleicht auch okay, wenn ich einen Schritt zurücktrete, dann ist das ganz sinnvoll. Das ist im Grunde, es ist was, was wir dauerhaft immer wieder reflektieren müssen und was sich zwischen den Leuten unterscheidet. Und wo wir uns deutlich machen können, das ist die Wippe da unten, dass das was mit dem Patienten Kontakt macht, wie sehr wir dieses Thema auf dem Schirm haben und wie sehr wir das mitdenken. Und das kann sich natürlich total unterscheiden, wenn zum Beispiel ein Patient oder eine Patientin kommt und sich noch null damit beschäftigt hat und wir das sehr präsent haben, macht das in der Dynamik was anderes, als wenn es andersrum der Fall ist. Wenn eine Therapeutin beispielsweise, die sich wenig damit beschäftigt hat, auf eine Klimaaktivistin trifft, dann kann das eine ganz andere Wirkung haben. Also Dauerreflexion erforderlich. Wir sollten uns deutlich machen, deswegen steht auf der rechten Seite, und das gilt jetzt übrigens auch über den direkten Patientinnenkontakt hinweg, was ist eigentlich unser Ziel, wenn wir mit den Leuten sprechen? Denn wir müssen uns klar machen, wir verändern als Menschen unsere Meinung nicht durch ein Gespräch. So laufen wir nicht. Also wenn wir uns überlegen, die Haltung, die Werte, die wir haben als Menschen, wo sind die eigentlich entstanden? Das ist nicht so, dass wir mal mit einer Freundin oder so gesprochen haben, die uns was zu einem Thema erzählt haben und wir dann gesagt haben, ja, stimmt, du hast voll recht, mache ich jetzt auch immer so. Das funktioniert so nicht, sondern das sind eher Prozesse, die über Wochen und Monate laufen, innerlich laufen. Selbst wenn wir denken, unsere Freundin hat recht, würden wir es vielleicht auch nicht direkt zugeben, was hätte dann auch immer noch so ein bisschen Gesichtsverlust. Das heißt, wir müssen ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Es ist total sinnvoll, das anzusprechen. Wir sollten das immer wieder tun. Es ist eine mentale Operation und lässt das Problembewusstsein in die Tiefe gehen. Und gleichzeitig können wir nicht erwarten, dass die Person in dem Moment bereits ihre Haltung dazu maßgeblich verändert. Und eben Zielgruppe, es klingt so trivial, ich glaube auch, dass wir das als Therapieberufe schon ganz oft automatisch machen, dass wir uns darauf einstellen, mit wem reden wir da gerade und wo sind die Themen, wo Brücken möglich sind, deswegen ist da rechts unten die Bridge to the Audience. Also wo gibt es Verbindungen, wo kann ich mit dieser Person, mit der ich hier gerade Zeit verbringe, irgendwie eine gemeinsame Ebene herstellen, sodass das bestenfalls auch noch ganz positiv in Erinnerung bleibt, dieses Gespräch. Ich glaube, das ist meine letzte Kommunikationsfolie, da geht es um öffentliche Kommunikation. Das hängt ja letztlich alles miteinander zusammen. Wir haben ein großes Problem mit Faktenchecks, mit dem Wissen über Quellenseriosität. Wo kann ich eigentlich Informationen beziehen? Also dass sie wahr sind, dass sie Hand und Fuß haben. Wir wissen, dass viele Menschen heute ihr Wissen ganz zentral über Social Media beziehen. Das können wir gut oder doof finden, das ist aber eine Tatsache. So, dass es Sinn machen kann, sich zu überlegen, inwieweit wir auch selbst als Einzelne oder als Gruppe oder auch als Einrichtung und so weiter uns auf Social Media einbringen möchten, um den Diskurs vielleicht ein bisschen mitzugestalten. Und öffentliche Kommunikation findet natürlich auch in Gruppen statt, wenn ich Vorträge halte wie hier oder ihr mit euren Arbeitskolleginnen sprecht und so weiter. Zwei Sätze wollte ich noch sagen zu Promotion und Prevention. Ich muss mal eben auf die Uhr gucken, aber ich bin ganz gut in der Zeit, super. Es gibt eine Unterscheidung aus der Psychologie, das ist die Unterscheidung zwischen Promotion und Prevention Fokus. Das ist auf Deutsch die Forschung zum Annäherungs- und zum Vermeidungsfokus. Das heißt, es beschäftigt sich mit der Frage, womit motivieren wir die Leute mehr? Motivieren wir sie mehr, wenn wir sagen, ey, guck mal, so schlimm wird das, wenn wir jetzt nichts machen, dann wird das hier alles, dann wird das verdorren und wir werden Hochwasser und Naturkatastrophe und so weiter und ein dystopisches Szenario an die Wand malen. Bei mir funktioniert das übrigens, weil ich eher im Prevention-Fokus unterwegs bin. Wir haben alle so unseren Lieblingsfokus. Wenn ich ganz, ganz schlimme Berichte lese, dann denke ich, oh Gott, ich muss mich noch mehr engagieren. Das muss ich unbedingt verhindern. Aber es gibt eine andere Gruppe von Menschen, und das ist
nicht ganz gleich verteilt. Wahrscheinlich ist die Mehrheit eher im Promotion-Fokus unterwegs. Das bedeutet, wir locken sie eher ins Engagement, indem wir sagen, hey, positiv, überleg mal, wie grün unsere Städte werden könnten, wenn wir jetzt mal hier ein bisschen auf Autos verzichten und das hier alles ein bisschen begrünen. Die Luft wäre besser, die Kinder könnten sich sicherer bewegen, wir hätten viel mehr Freiheiten, wir könnten hier mehr auf Gemeinschaft setzen und so weiter. Also indem wir ein positives Szenario, sowas wie ein Ziel, ein Bild malen, was sich die Menschen vorstellen können und auf das sie Lust haben. Es gibt keinen Königsweg in der Kommunikation zwischen Promotion und Prevention, weil es sehr davon abhängig ist, mit wem wir sprechen und wie diese Person so tickt. Aber es ist ganz gut, sich das manchmal ein bisschen vor Augen zu halten. Also für mich ist das zum Beispiel auch wichtig. Es war eine wichtige Erfahrung, dass ich irgendwie mit schlimmen Berichten nun mal nicht mein ganzes Umfeld motivieren kann, sondern dass einige sich vielleicht eher Lust haben mitzumachen, indem ich das darstelle, was wir erreichen können. Und gerade wenn wir mit Gruppen sprechen, sollten wir bestenfalls beides drin haben, so dass wir möglichst viele Menschen damit erwischen. Ganz grundsätzlich, Kommunikation über die ökologischen Krisen ist nicht trivial. Es ist keine Alltagskommunikation, oft jedenfalls nicht. Es ist mitunter anspruchsvoll. Wir geraten schnell an unsere Gefühle. Bestenfalls läuft sie so, dass wir nicht am Ende denken, oh Gott, ich bin frustriert und mein Gegenüber ist ein Idiot, sondern dass es uns gelingt, im Kontakt zu bleiben, immer wieder nach Verbindungen zu suchen. Es bedeutet gerade in Gruppen mitunter auch, dass wir Machtfragen mit benennen müssen oder es üben müssen, das zu tun. Das ist mitunter schwer. Also ich merke auch selbst, dass es mich Aufregung kostet, wenn ich das in Gruppen thematisiere, wer hier eigentlich wie viel Redezeiten hat, wer am Ende die Deutungshoheit für sich beansprucht. Aber wir können es einfach uns gar nicht mehr leisten, dass die Lautesten durchkommen mit ihrer Deutung des Sachverhalts, sondern wir müssen uns da einbringen in den Diskurs mit dem ökologischen Notfall, den wir nun mal haben. Das geht leichter, wenn wir gut vernetzt sind. Wir dürfen uns ein bisschen dafür feiern, wann immer wir es gewagt haben, selbst wenn es sich am Ende wirklich anstrengend angefühlt hat, voll gut das gemacht zu haben. Und wir haben bei den Psychologists for Future so einen kleinen Kommunikationstrick aus dem Schulz von Thun Institut übernommen, dass wir nämlich für uns selbst, wenn die Gespräche so schwierig sind und wenn sie anstrengend sind und wenn wir in schwierigen Zusammenhängen unterwegs sind, dass wir dann heimlich die Finger kreuzen. Das merkt man gar nicht, kann man auch unterm Tisch machen, um für uns selbst zu markieren, das hier ist keine Alltagskommunikation und dass ich das jetzt gerade mache, ist super gut. Und wenn ich das mache, dann fühle ich mich ein bisschen mehr verbunden mit den anderen Menschen, mit denen ich weiß, dass sie das genauso machen. Kleiner Trick. Vielleicht mögt ihr das übernehmen. Einigen hilft das nicht allen. Hand- und Fußabdruck hatten wir jetzt ja schon ganz oft. Ich halte das für ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, dass viele Menschen genau an dieser Schwelle gerade stehen, dass es nämlich ein grundsätzliches Problembewusstsein gibt und aber viele dann genau bei diesen individuellen Verhaltensänderungen beim Fußabdruck hängen bleiben und da dann so ein bisschen rumdoktern am eigenen Konsumverhalten und gleichzeitig noch vielleicht nicht so ein Gespür dafür haben, wie groß die eigene Wirksamkeit wirklich sein kann, wenn wir uns in Gruppen zusammentun, wenn wir hier zusammenhalten, auch in dieser Gruppe, die sich hier heute Abend trifft und in den Zusammenhängen, in denen wir uns bewegen. Und ich glaube, das kann eine ganz tolle, empowernde Erfahrung sein. Ich glaube das nicht nur, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Und ich glaube, dass wir vielen Menschen dazu verhelfen sollten, diese Erfahrung zu machen. Also das würde Menschen einfach auch ein gutes Gefühl von Selbstwirksamkeit und Selbstwert vermitteln. Auch wiederum Prävention. In psychischer Hinsicht. Günstig ist es auf jeden Fall, wenn wir unsere eigene Wirksamkeit regelmäßig überprüfen, wenn wir uns immer mal wieder fragen, ey, ist das, was ich hier gerade mache, wirklich hilfreich oder könnte ich das nicht auf eine andere Art und Weise besser machen? Und dann gibt es noch ein Phänomen, deswegen ist da das tote Pferd durchgestrichen. kleine Geschichte, nach Vorträgen kommen dauernd Menschen zu mir und sagen, Lea, ich mache das und das Projekt, ich setze mich da und dafür ein, aber es läuft überhaupt nicht, es machen keine anderen mit, es geht nicht voran, wir schmettern nur ab bei der Politik und es sind oft super coole Projekte, richtig gute Ideen, wo ich denke, ja, voll schade, dass das überhaupt nicht läuft, weil die Idee ist voll gut, aber sie läuft in dem Moment nicht und das ist das, was ich mit dem toten Pferd meine, dass wir in diesem Bereich der ökologischen Krisen echt aufpassen müssen, dass wir nicht auf ein totes Pferd setzen, also auf ein Projekt, was vielleicht eine super gute Idee ist, aber dessen Zeit vielleicht noch nicht gekommen ist, sondern dass es hier
in diesem Zusammenhang oft gefordert ist, so eine Flexibilität zu bewahren und zu gucken, wo sich gerade Türen öffnen und dann schnell einen Fuß reinzustellen. Und das ist manchmal an anderen Stellen, als wir das erwarten würden. Und manchmal funktioniert das plötzlich mit anderen Menschen, als wir das erwarten würden, mit einigen, auf die wir vielleicht gehofft haben, läuft es nicht, dafür mit ganz anderen. Und so können wir aber ein Stück weit, wenn wir unsere eigene Wirksamkeit im Blick halten und die Chancen und Gelegenheiten im Blick halten, können wir unsere eigene Wirkung echt vergrößern. So, letzte Folie ist das jetzt. Sozialökologische Transformation, wie läuft das eigentlich? In Kurzversion, weil das wollen wir ja. Kurz zusammengefasst, links ist der Status quo, in Rot, das ist das, wovon wir weg wollen. Rechts in Grün, die nachhaltige Welt, das ist das, wo wir hinwollen. Es gibt zwei wesentliche Faktoren, das sind die dicken, dicken Pfeile. Das eine sind die Push-Faktoren, die Treiber, also zum Beispiel Fridays for Future, ne? Die machen der Politik Dampf und machen Druck praktisch. Wahrscheinlich dann am hilfreichsten, wenn sie auch konkrete Veränderungswege gleichzeitig mit aufzeigen. Aber es gibt einen zweiten wesentlichen Faktor, der zu einer gelingenden Transformation sehr wichtig ist. Und das sind die Nischen oder Pull-Faktoren. Das heißt, indem wir ausprobieren, was schon funktioniert und das ausbauen. Also zum Beispiel grüne Stadtteile oder Bereiche, in denen wir oder Unternehmen oder auch Praxen. Indem wir diese Veränderung einfach schon leben, weil wir wissen, dass es enorme Mitnahmeeffekte hat, wenn sowas funktioniert, wenn Leute das sehen und wenn sie sehen, hey, da tut sich schon was Gutes, die Leute sind vielleicht sogar entspannter, das will ich auch. Also das brauchen wir beides gleichzeitig. Dazu kommen dann die Windows of Opportunity, das ist das, was ich gerade gemeint habe mit Fuß in die Tür, also immer Augen offen halten, was geht gerade, wo kann ich mich gerade gut einbringen und sobald sich ein Fenster öffnet, springen wir hindurch. Die sozialen Kipppunkte hat Marisha vorgestellt. Dazu gehört, das ist für uns als Therapieberufe besonders wichtig, das Unterste, zwangsweise auch ein Wertewandel, weg von individueller Profitmaximierung hin zu Leben, Freundschaft, Verbindung, Natur, Gesundheit. Das können wir als Berufsgruppen ganz wesentlich mitfördern. Genau, das sind die Bücher, die ich geschrieben habe. Vielen Dank. Meine Kontaktdaten, schreibt mir gerne. Ich bin auch auf Twitter und Instagram. Ich habe mich auch in die Social-Media-Hölle gewagt. Genau, und dann würde ich hier mal stoppen. Ja, vielen Dank, Lea, für deinen mega inspirierenden Beitrag wieder. Und während deines Vortrags konnte ich es auf jeden Fall sehr viel nachfühlen. Ich habe sehr oft gedacht, oh ja, fühle ich. Ich denke, es ging einigen hier in der Runde auch so und ja, auch vor allem auch nochmal so dieses aus der Komfortzone herauskommen und sich wagen und ja, auch, dass du da die Bezüge zu uns Therapeutinnen immer wieder hergestellt hast. Und auch nochmal so den Bezug zur Kommunikation aus klimapsychologischer Sicht hergestellt hast, war super interessant, weil wir das auch schon in einer Veranstaltung der Reihe auch thematisiert hatten, angesprochen hatten. Und genau. Und natürlich auch der Punkt, sich zu vernetzen und zu feiern. Das habe ich auf jeden Fall auch nochmal mitgenommen aus dem Beitrag. Und jetzt hätten wir theoretisch noch ganz kurz Zeit für Fragen eingeplant. Im Chat kamen jetzt keine. Ich würde trotzdem noch eine ganz kurze Frage an euch beide stellen, Marisha und Lea. Und zwar, welche Rolle spielt aus eurer Sicht Ergo-Logo-Physio in der Klimakrise? Das ist nämlich so die Frage, die uns die Reihe über begleitet hat. Vielleicht mögt ihr ganz kurz noch was dazu sagen, bevor wir in den zweiten Teil übergehen. Wer mag anfangen? Marisha, willst du? Jetzt habe ich ja die ganze Zeit gequasselt. Ich kann kurz was sagen. Ich habe gerade gesehen, es kam doch noch eine Frage auch in den Chat. Vielleicht kannst du dann da noch drauf eingehen. Welche Rolle in der Klimakrise? Ich glaube, eine ganz wichtige. Also ich meine, ich habe gerade gesagt, dass alle total wichtig sind. Aber ich glaube, das, was bei den Therapieberufen so wichtig ist und gerade auch bei Ergologo Physio, dass sie einfach so unglaublich gut als MultiplikatorInnen gelten können. Und letztendlich habe ich viel mit Hausärztinnen und Hausärzten gearbeitet, aber wir alle wissen, die haben irgendwie 5 Minuten Zeit pro Patient. Und dann hat man schon das Gefühl, man darf auf keinen Fall nur eine Frage mehr stellen. Und in den anderen Therapieberufen ist ja auch der große Gewinn, dass man häufig die PatientInnen
häufiger sieht oder über einen längeren Zeitraum, dass man sich irgendwie kennt, dass man auch ein bisschen Zeit hat und verschiedene Anknüpfungspunkte. Gerade was auch Co-Benefits angeht, was ich auch, ne, Lea hatte das vorgestellt, Prevention oder das wäre halt voll der Promotion-Fokus dann. Und ja, ich glaube, dass das ein ganz großer Benefit ist und grundsätzlich mag eigentlich ja fast jeder so seine TherapeutInnen. Und das finde ich halt auch total viel. Das ist ja nicht nur das Vertrauen, sondern oft mag man die ja auch, wenn man da regelmäßig hingeht. So das. Genau, Lea. Was meinst du? Also, ich glaube ja, dass es in zweierlei Hinsicht total die mega zentralen Berufe sind. Ich bin ja gerade in so einem Projekt beschäftigt, wo ich so eine Reha-Klinik auf dem Weg hin zu mehr Planetary Health begleite. Und ich glaube, dass als die Physios und die Ergos das da vor Ort verstanden haben, was das für eine Aufwertung für ihre Berufsgruppe bedeutet, wenn wir das ernst meinen, da waren die dann ein bisschen mehr mit an Bord. Aus zwei Gründen. Einerseits, weil Prävention so viel wichtiger wird in dieser Transformation und weil diese Berufsgruppen so sehr sowieso im Präventionsbereich tätig sind, also mehr Prävention geht ja kaum. Und zum anderen durch die Zeit, die ihr habt, also mehr Zeit pro Patientin und dass so viel gesprochen wird. Wir wissen, dass sowohl Prävention als auch sprechende Medizin eine erhebliche Aufwertung an der Bedeutung erfahren wird. Ob sich das dann finanziell so niederschlägt, da bin ich auch ein bisschen skeptisch, muss man ehrlicherweise sagen. Aber von dem Wert für diese Transformation und für diese gesellschaftlichen Umbrüche, die uns bevorstehen, sind diese Berufsgruppen zentral. Und ich glaube, dass das einige Kolleginnen von euch vielleicht noch gar nicht, also ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr seid ja hier, aber dass es einige noch gar nicht so auf dem Schirm haben, was das eigentlich für eine Aufwertung an Bedeutung heißt. Ja. Ja, vielen Dank für eure wertschätzenden Antworten. Also wir haben auch immer wieder versucht, hier auch in der Veranstaltungsreihe uns gegenseitig zu motivieren und auch ja wirklich so das Potenzial von uns Therapieberufen hervorzuheben, was da schon jetzt und auch in Zukunft noch möglich sein wird. Dann würde ich jetzt angesichts der Zeit auch schnell in den zweiten Teil der Veranstaltung überleiten. Vielen Dank nochmal an eure wertvollen Beiträge und dass ihr heute hier seid. Und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Lea, Emily und Marleen aus der Health for Future Arbeitsgruppe Ergo-Logo-Physio. Das hatte ich am Anfang ganz vergessen zu sagen, die diese Veranstaltung heute mit mir hier vorbereitet haben. Vielen Dank für euer Engagement und damit gebe ich mal weiter an Emily. Ja, genau. Und zwar nach den spannenden Inputs von Marisha und Lea wollten wir euch jetzt nochmal den Raum geben und die Möglichkeit, euch auszutauschen. Und dafür bilden wir jetzt eben diese berufsspezifischen Gruppen. Deswegen war auch die Aufforderung, ein EL oder P vor den Namen zu schreiben. Wer das jetzt noch nicht gemacht hat, sehr gerne noch machen. Sonst helfen wir da auch gleich noch, weil wir uns nicht klappt mit diesen drei Punkten oben in eurem Bild. Also in einem Video quasi. Und dann würden wir quasi interdisziplinäre Gruppen einteilen, circa 5 Personen pro Gruppe und uns nach 20 Minuten dann wieder hier in der Großgruppe treffen. Wie zu Beginn angekündigt, wird es auch gleich noch eine Evaluation geben. Dafür lassen wir den Raum gleich nach meiner Abmoderation auch noch geöffnet und wir freuen uns, wenn ihr noch da bleiben würdet und an der Evaluation teilnehmen würdet. Daraus können wir dann ja weitere und neue Projekte entwickeln und auch aus dieser Veranstaltungsreihe weiter lernen. Und damit, ja, beende ich die sechste und letzte Veranstaltung und somit auch die gesamte Veranstaltungsreihe Planetare Gesundheit in Ergo-Logo-Physio. Welche Rolle spielen wir in der Klimakrise? Ich denke, die Antwort ist eine sehr große und eine sehr wichtige, was bei dieser Veranstaltungsreihe auch wieder deutlich geworden ist. Ja, sei es im Bereich der Kommunikation, CO2-Reduzierung, im Umgang mit Patientinnen, die psychologischen Aspekte hatten wir heute und ja, wie wir einfach unsere gesamte Gesellschaft dabei auch als TherapeutInnen begleiten können.
Und ein riesiges Dankeschön auch an die Health for Future Arbeitsgruppe Ergo-Logo-Physio und alle Referierenden, die das alles hier ehrenamtlich gemacht haben, neben ja, den Berufen als Ergo-Logo-Physiotherapeutin. Und wenn euch die kostenlose Weiterbildung gefallen hat und ihr weitere Projekte von der Gruppe unterstützen möchtet, freuen wir uns auch über eine kleine Spende. Und es kristallisiert sich auch schon so langsam heraus, was nächste Projekte sein könnten in unserer Arbeitsgruppe im Bildungsbereich. Darüber werden wir euch auch noch informieren. Ja, wir werden wahrscheinlich an Schulen gehen und dort ja, die Lehrkräfte versuchen weiterzubilden. Und wenn ihr da auch Interesse habt, mitzumachen, dann meldet euch gerne bei uns. Ja, wir werden morgen ist zum Beispiel das nächste und letzte Plenum auch von der Arbeitsgruppe um 20 Uhr vor der Sommerpause. Den Link dazu findet ihr auch im Chat. Und Ende Juli, am 25. Juli um 20 Uhr, findet auch ein nächstes Onboarding von der Arbeitsgruppe Ergo-Logo-Physio statt, zu dem ihr auch alle herzlich eingeladen seid. Außerdem werden wir eine Mailingliste als Austauschplattform einrichten, sodass ihr dort ja, quasi einfach eine Mail schreiben könnt und die bekommen dann alle und dann könnt ihr euch weiterhin austauschen darüber. Wenn ihr da aufgenommen werden möchtet, dann schreibt gerne eine Mail an info@planetaryhealthacademy.de. Und genau, wir freuen uns auch immer über Ideen, Feedback und Anregungen, sowohl bei Klug als auch bei der Health for Future Gruppe. Und genau, wir freuen uns, dass ihr so zahlreich teilgenommen habt und ja, über den sehr wertvollen Austausch, dass es auch interaktiv war und auch generell über eure Rückmeldungen. Und ja, lasst uns gerne weiterhin in Kontakt bleiben und gemeinsam die planetare Gesundheit in Ergo-Logo-Physio und natürlich auch transdisziplinär darüber hinaus generell im Gesundheitswesen und in der Gesellschaft mitgestalten, denn gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten.